Spontan ergab sich die Möglichkeit, eine weitere Stadt zu besichtigen, die wir noch unbedingt sehen wollten. Deshalb sind wir für ein verlängertes Wochenende nach Rom geflogen. In Rom gibt es viele Brunnen, wobei in einigen sogar Trinkwasser fließt. Vor allem bei Sehenswürdigkeiten und vollen Bussen solltet ihr euch vor Straßenhändlern und Taschendieben in Acht nehmen. Wer in den Trevi-Brunnen eine Münze wirft, wird eines Tages wieder nach Rom kommen. Auf keinen Fall solltet ihr das Forum Romanum verpassen, bei dem man einen guten Eindruck über das damalige Rom erhalten kann. Beim Besuch des Kolosseums lohnt es sich, wegen der vielen Menschen früh da zu sein. Erst wenn man selber im Kolosseum steht, werden einem die gigantischen Ausmaße dieses Bauwerks bewusst. Wir empfehlen euch, auf das Denkmal für Viktor Emanuel II. Zu gehen. Der Eintritt ist frei und euch erwartet eine einzigartige Aussicht. Wir haben Rom als eine abwechslungsreiche Stadt kennengelernt. Bei der Fotoausrüstung empfehlen wir euch, aufgrund der vielen Taschendiebe nicht zu viel mitzunehmen, sondern nur das Nötigste. Wir sind mit unserem Weitwinkelobjektiv, dem Gorillapod und unserer GoPro gut ausgekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen.